Wir wollen die Chancen der neuen Technologien, der Internettechnologie nutzen, um den Verkehr für alle Menschen besser zu machen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir ein Gesetz für offene Daten brauchen, mit dem wir Ampelphasen online stellen, sodass das Auto im Tacho oder über eine App Ihnen anzeigen kann, welche Geschwindigkeit Sie fahren müssen, um die nächste Ampel tatsächlich bei Grün zu erreichen. Sie müssen nicht mehr bremsen, nicht mehr beschleunigen, man spart Lärm, Feinstaub. Davon profitieren auch andere Verkehrsteilnehmer, beispielsweise Fahrradfahrer, die eben genau die gleichen Dienste nutzen können. Wir brauchen zum zweiten Testfelder für insbesondere autonomes Fahren. Wir haben auf der A9 jetzt ein erstes Testfeld, wo das ermöglicht wird. Wir brauchen so etwas auch im Bereich der Bahn. Das ist ganz wichtig. Dafür haben wir jetzt auch erstmalig im Bundestag die Veränderung des Wiener Weltabkommens, was bisher eine Verabredung zwischen sehr vielen Ländern gewesen ist, die hier verboten hat, dass Fahrzeuge alleine fahren können. Das sind, glaube ich, zwei sehr wichtige Module und darüber hinaus haben wir eine ganze Reihe von weiteren Dingen, die wir fördern müssen, zum Beispiel einen besseren Ausbau von Mobilfunkverbindungen, damit eben diese künftigen Verbünde von Fahrzeugen halt auch besser gesteuert werden können, damit man auch vor Gefahren warnen kann, Staus hinter einer Kurve oder Geisterfahrer, all solche Anwendungen. Und dafür haben wir ein sehr großes Maßnahmenpaket geschnürt und ich denke, wir werden damit auch in vielen weiteren Testregionen erste Anwendungen sehen und das ist für uns als Mobilitätsstandort eine sehr wichtige Frage.